er dir einfach immer nur sagt, geh woanders hin. Ein Gefühl so unglaublich schmerzhaft, warum hat man sich einfach nur verliebt? Ein Gefühl so unglaublich schmerzhaft, weil du nicht weißt, wann ist es bloß vorbei. Es ist das Schlimmste auf der Welt und heißt Liebeskummer, wenn du Tag für Tag nur noch vor dir herlungerst. Wenn du jeden Abend mit Tränen einschläfst, weil deine Gefühle im Kopf dich nur noch im Kreis drehen. Yeah. Liebeskummer bedeutet wochenlang nichts mehr essen können, Freunde mit gutem Rat dir helfen möchten. Doch das alles interessiert den Menschen einfach nicht, weil sein Herz sowas von gebrochen ist. Wenn du selber nicht mehr weißt, wo dir dein Kopf steht, du Freunde und Familie nur noch anmachst, weil du dich aufregst, du ganz genau weißt, dass du den Menschen zurückhaben willst. Doch er dann immer sagt, du hast es selbst verspielt. Du dich fragst, warum du den Menschen so geliebt hast und dein Herz gebrochen ist wie ein kaputtes Glas. Du alles versuchst, um ihm zu beweisen, dass er das Einzige ist, und er sagt dir zu, dass du dich aus meinem Leben verpisst. Okay. Ich hoffe, dass du es nicht persönlich nimmst. Es geht hier einfach nur um Liebeskummer. Dieses Gefühl, alleine zu sein, hilflos zu sein. Yeah. Ein Gefühl so unglaublich schmerzhaft, warum hat man sich einfach nur verliebt? Ein Gefühl so unglaublich schmerzhaft, weil du nicht weißt, wann ist es bloß vorbei. Liebeskummer ist wirklich eine Sache für sich. Du dich fragst, wann siehst du im Leben wieder dich? Du dich fragst, kommen auch mal wieder schöne Zeiten? Was muss man dafür im Leben nur leisten? Du das Gefühl hast, du musst dir erst das Leben nehmen, dich selber mit dem goldenen Schuss erlegen, damit er merkt, dass du ihm nicht scheißegal bist, sondern einfach nur das Leben mit ihm teilen willst. Du dir im Leben wirklich nur noch alles schlecht redest und wichtige Dinge nicht mehr erledigst, weil du es einfach nicht mehr kannst, weil dein Herz nur diesen Menschen verlangt. Es ist wirklich das schlimmste Gefühl, das es gibt, diese innere Unruhe, warum hat man sich nur verliebt? Du dich fragst, was sollst du jetzt nur machen? Du einfach das Gefühl hast, du kannst nie wieder lachen. Nie wieder lachen. Ein Gefühl so unglaublich schmerzhaft, warum hat man sich einfach nur verliebt? Ein Gefühl so unglaublich schmerzhaft, weil du nicht weißt, wann ist es bloß vorbei. Ein Gefühl so unglaublich schmerzhaft, warum hat man sich einfach nur verliebt? Ein Gefühl so unglaublich schmerzhaft, weil du nicht weißt, wann ist es bloß vorbei. Warum hat man sich einfach nur verliebt? Ein Gefühl so unglaublich schmerzhaft, weil du nicht weißt, wann ist es bloß vorbei.